Neben der Konzeptstudie VISIV 2 ist hier bei Subaru ein weiterer Held am Stand, nämlich der neue WRX STI. Es handelt sich um die fünfte Generation des Fahrzeugs und wie Subaru selber sagt, man hat sich hier bei der neuen Version etwas weniger auf neue Motoren konzentriert, sondern wesentlich am Fahrwerk gearbeitet, sodass das ganze Fahrzeug noch besser zu handeln ist, noch sportlicher und noch schneller ist. Hier bei Subaru treffen wir neben zwei Europa-Premieren gewissermaßen auf einen alten Bekannten. Denn mit dem neuen VISIV 2 Konzept feiert schon die dritte Generation dieses besonderen Fahrzeugkonzepts Weltpremiere. VISIV steht für Subarus Vision for Innovation. Da ist der Name Programm, denn ihre bereits vorhandenen Crossover-Konzepte haben die Japaner perfektioniert und das stylische Äußere des Fahrzeugs gibt einen Vorgeschmack auf das Design künftiger Subaru-Modelle. Und wenn hier nicht mehr allzu viel retuschiert und geändert wird, dürfte das markante Outfit für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen. Klar strukturiert und nicht weniger stylisch als außen geht's auch innen zu. Den umbauten Raum hat man optimal genutzt und ihm einen futuristischen Touch verpasst. Subaru ist innovativ, Subaru ist zukunftsorientiert. Das ist das neue Gesicht von Subaru. Wo geht die Reise mit Subaru hin? Ich denke, hier sieht man Antwort genug. Also Subaru ist nach wie vor eine Marke, mit der man nicht nur in Deutschland, sondern auf dem Weltmarkt festrechnen kann. Dass Subaru seinen sportlichen Ambitionen nicht abschwört, dafür stehen der neue WRX STI sowie die speziell für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring entwickelte Rennversion des Supersportlers. Angetrieben wird das WRX-Topmodell von einem angespitzten 2,5-Liter-Boxer-Turbomotor. Zum Sporttrim gehören auch die steifer und leichter gewordene Karosserie, der um 25 mm größere Radstand, eine direktere Lenkung und die härtere Abstimmung. Mit an Bord sind der permanente Allradantrieb, die Fahrdynamikkontrolle VCD und das DCCD. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich das Drivers Control Center Differential, mit dem der Fahrer die Charakteristik des Mitteldifferentials individuell abstimmen kann. Unser Fazit: Offenbar überlässt der Allradspezialist nichts dem Zufall. Das gilt für die gewissenhafte Vorbereitung auf sportliche Einsätze ebenso wie für die immer perfektere Auslegung des Vorzeigekonzepts VISIV.